Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir hier an dieser Seite die Fenster vornehmen. Wir werden die Tafel und da hinten diesen komischen Block machen. Und genau, wir gehen jetzt einmal hin. Wir nehmen uns einen beliebig farbigen Block. Ich nehme jetzt den Stein, weil er erkennt sich hier mehr. Dann haben wir hier 3, 3, 3, 3. Und wichtig ist, also dass wir diesen Dreier, den wir hier ganz links haben, hier rechts auch haben. Das heißt 3 und ab dem vierten nehmen wir einen Steinblock und ziehen ihn einmal nach unten. Als Markierung. Dann gehen wir hin. So, wenn wir auf mein Bildchen hier schauen. Ist klar, gehen dann hier rechts auf dieses kleine Feld. Hier einen frei immer. Hier neben einen frei. Also hier unten. Und dann 3 hoch. Oben den roten hin. Einer Fenster. 1, 2, 3, 4. Fünfter. Wir weggeschlagen. Also dass hier 4 zwischen sind. Fenster. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 weg. Um den roten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 weg. Um den roten. 1, 2, 3, 4. 1. Ne, das kann das schon mal nicht. Wollen die mich ficken, Digga? Hab ich mich verzählt, oder? What the fuck, Alter? Junge, immer wieder das Gleiche. Ne, ich gehe in das Video rein. Ich will ganz entspannt aufnehmen. Gerade alles vorgebaut und dann stimmt wieder irgendwas nicht. What the fuck, Alter? Hier ist der Fehler. Junge, Junge, Junge. 3, 4. Und dann passt das. Also immer 4 dazwischen, dass wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Fenster haben. Da machen wir dann immer den Glasblock rein. Seht ihr ja, wisst ihr ja. Und dann ist diese Seite hier schon fertig. Dann gehen wir auf die linke Seite hiervon. Hier lassen wir wieder einen frei. Hier einen frei. Dann bauen wir 2 breit. 1, 2, 3. 4 hoch. Oben kommt wieder der rote hin. Dass wir hier so eine Dreierlänge haben. Gehen wir daneben. Einen frei. Einen hoch. Also dass wir hier 2 Abstand haben. Der ist nämlich nur 2 breit. Und dann den roten. So, und dann gehen wir hier hin. 1, 2, 3. 1, 2. So, so und so. Dann wieder 3, 1, 2, 3, 1, wieder 3 hoch, oben der hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, zack, hier der rote hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, den bauen wir nicht mehr. Alles klar. Hier gehen wir dann hin, übernehmen den hier. Zack, einen frei und bauen dann hier den einer noch mal hin. So, zack. Und dann hier Scheiben rein. Ja, das gleiche machen wir dann hier. Also quasi immer einen frei und dann übernehmen wir einfach dieses Fenster noch mal. Ein frei, Fenster übernehmen. Ein frei und das Fenster übernehmen. Zack. Dann sieht das so aus. Oben bleibt der einer. So, genau. Dann haben wir ja diesen einer. Gehen wir einmal rüber. Hier in der Mitte von dem Dreier, einen frei. Zack. Auch das Fenster reinbauen. Dass es so aussieht. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das 2 oder 3er Breite hier war. Okay, 2er Breite. Alles klar.
Dann gehen wir hin. Zwei breit. Das Fenster bauen wir nochmal. Zack. Ein und dann hier wieder das andere Fenster. Das Länge, also das längliche. So. Und auch das bauen wir dann wieder komplett so nach oben. Und zack, hier setzen wir. Zack. Dann sieht das Ganze so aus. Ach, Digga. Fick doch meine Eier, Junge. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir hin. Die zwei Fenster machen wir wieder weg. Beziehungsweise, ja, machen wir einfach eben wieder weg. Und das können wir so lassen, aber verringern das auf so ein kleines. Das heißt, das hier in der Mitte kommt wieder weg. Und das hier wird einfach ein kleiner gemacht, dass es so ein Zweierfenster ist. Dann haben wir das. Und dann gehen wir hin. Gehen wir hier hin. Zählen wir ab. Von dem hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt genau hin. Dann gehen wir einmal so, hier hin. Gehen hier hin und machen ein Dreierfenster. Ja, auch so ein längliches. Auch so ein längliches Fenster. So, zack. Dass es so windig wird. So, dass es wie hier ist. Dann gehen wir noch hin. Und gucken. Übernehmen wir hier diese rote Höhe. So, setzen wir uns mal hier eben den Punkt. Muss man eben. Ah, es ist gerade spiegelverkehrt. Okay, genau, hier setzen wir uns dann den Punkt auf dieser Linie und auf dieser. Den bauen wir dann einmal hier rein und dann bauen wir da zwei darunter. Dann haben wir hier noch ein Einerfenster. Das bauen wir aber nach links, also quasi hier hin, dass es hier auf diese Innenseite von diesem Fenster hier kommt, auf die zweite. Also den roten Punkt übernehmen und dann zack, hier so runter und da das Zweierfenster. Das ist dann hier die ganze Seite, die baut ihr aus. Und wie gesagt, ich habe das jetzt auch hier ausgebaut. Ich baue dieses rote Gebäude hier nicht hin. Wer das bauen will, muss selber mal gucken, ob er Bilder findet. Weil, wie gesagt, ich finde halt, wenn nur Bilder aus einer ganz schlechten, unscharfen Perspektive. Und das kann ich leider auch dann nicht nachbauen. Ich weiß auch nicht, was es genau dann darstellen soll. Deswegen lasse ich es. Dann gehen wir einmal hin. Wir gehen hier in die Mitte des Tores. Also wir haben ja hier den 11er Punkt. Das ist ja die Mitte. Gehen dann einmal hier hoch, zack. Und dann haben wir einmal hier die Mitte. Und wir haben ja hier, zack, unsere Farben. Und genau davon, einmal auf dem roten, einmal auf dem weißen, setzen wir uns jetzt einen beliebigen Block als Stützpunkt. Dann gehen wir hin, bauen zwei schwarze drüber, drei schwarze drunter, bauen links davon fünf schwarze, zwei, drei, vier, fünf und rechts fünf schwarze. Dann außenrum bauen wir einen hellgrauen Beton einfach einmal rum, zack. Und das hier bauen wir wieder raus und dann setzen wir das durch schwarz und dann haben wir hier unsere Tafel. Und fertig. Jetzt gehen wir hier hin. Ich nehme mal einen Nuckeltrank. Ich habe es quasi schon vorgebaut. Ich werde euch aber zeigen, wie ihr das bauen sollt. So, wir nehmen uns einmal den glatten Quarzblock, wir nehmen uns einen Ziegelblock, wir nehmen uns schwarzes Glas, wir nehmen uns schwarzen Beton, Gemälde, wir nehmen uns einen weißen Banner und dann gehen wir einmal hin. Wir haben ja hier jetzt die Mitte. So, zack, ihr seht das ja. So. Das ist nochmal so. Dann haben wir ja hier diese Mitte, ne, wo das so eng wird. Gehen wir nach vorne. Eins, zwei, drei. Und den bauen wir hoch. Also, dass wir hier so einen Zweier noch haben. Dann bauen wir den hoch. Vier Stück hoch. Links daneben bauen wir noch einen Vierer hoch. Und rechts daneben bauen wir noch einen Vierer hoch.
Dann gehen wir hin, auf der, also dass wir hier 3 haben, auf der vierten Höhe. 1, 2, 3. Und auf dem vierten davon bauen wir 3 runter. Das machen wir auch rechts. Dann gehen wir hin, bauen 1, 2, 3, 4, 5 Ziegelblöcke, immer so versetzt. Ihr seht das ja auch hier. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und im fünften bauen wir 2, 3, 4, 5 nach hinten. Ja. Dann gehen wir einmal hin. Wir bauen über diesem weißen, wo wir hier diese 3 weißen Streifen haben, bauen wir auch den Ziegelblock. Insgesamt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoch. Also hier 8 hoch. Hier machen wir das dann über dieses weiße. 2 hoch, dann 1, 2, 3, 4 weiße und wieder 2 Ziegelblöcke. Zweier Fenster, also mit den schwarzen Glasblöcken, weil bei Scheiben sieht das dumm aus. Und dann quasi, dass wir auf dieser Position hier auch wieder hochgehen. Da haben wir hier ein Fenster. Hier bauen wir dann noch so ein Fenster rein, dass wir dann insgesamt hier noch so 2 haben. Hier bauen wir dann den weißen Banner dran. Also dann sieht das so aus bei euch. Dann gehen wir hin, bauen hier auf diese Höhe 2 weiße Banner. Das ist so diese Tafel, sag ich mal, halt steht der Spielstand steht. Das Ganze machen wir auf der linken Seite auch. Dann gehen wir hin, haben wir ja hier diesen Fünfer gebaut. Also 1, 2, 3, 4 und bei dem fünften bauen wir den 5 nach hinten. Dann gehen wir oben hin, von innen, bauen immer einen Ziegelblock hier rein. Also quasi hier sieht das dann ja so aus. Da bauen wir immer einen Ziegelblock rein und darauf bauen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 schwarze. Immer komplett bis hier hinten, dass wir bis hier in diese Ecke kommen. Nehmen uns das Gemälde und bauen dann quasi einfach 2, am besten von unten, 1, 2, so. Gehen dann hier hin, wieder so 2 und so. Könnt ihr ja sehen, ich stelle mich einmal hier hin, könnt ihr das einmal abfotografieren oder anschauen. Ich stelle mich einmal noch von der Seite hin, damit ihr jetzt genau seht, wie das aussieht. Dann nehmen wir uns wieder den Ziegelblock, ziehen das dann hier einmal komplett zu, bis hier in die Ecke. So, zack. Bis oben hin. Komplett zumachen. Und auch das Dach können wir mit dem Ziegelstein so ausfüllen. So, dann nehmen wir uns die graue Keramik. Dann haben wir hier einmal unsere Fünferseite. Dann gehen wir hin, 1, 2, zweier Tür, 1, 2. Hier gehen wir rein. Dann nehmen wir uns die graue Keramik, also hier auf dieser Höhe, und bauen das zu. Mit der grauen Keramik einmal. Zack. So. Dann seht ihr ja, haben wir hier Ziegelblock, weiß, das Fenster, weiß, Ziegelblock. Und hier kommt dann die graue Keramik hin. So. So, dass es dann so aussieht. Ja, ist ja jetzt bei euch dann komplett zu. Dann gehen wir hin, bauen hier die Eisentüren rein. Zack. Hier hinten machen wir das auch. Zack. Hier unten, das lassen wir erstmal noch so. Dann gehen wir hin, dann haben wir ja hier alles zugezogen. Dann nehmen wir uns wieder den Steinblock und werden diesen hier quasi, also bis hier so, verlängern. Zack. Und machen hier eine Wand hin. So, dann bauen wir hier den Steinblock einmal entlang. Bis hier. Den ziehen wir nach hinten. Hier machen wir eine Wand hin. So. Und hier bauen wir dann einmal so ein Podest, was hier jetzt komplett bündig wird mit dem Stein.
Zack, zack, zack. Hier machen wir das auch. So, ihr seht das ja, so dass ihr das dann hier zubaut. Dann gehen wir hin, nehmen wir uns den polierten Diorit, gehen einmal hier an diese längliche Seite, gehen dann hier hin, genau auf die Kante und bauen dann einmal 3, 4, 5, 6, 7 mal Diorit. Den ziehen wir einmal entlang, bis hier in die Ecke. Bauen den nach vorne, verbinden den. Oder ne, ist Quatsch. Wir lassen hier einen frei. Oder ne, wir lassen zwei frei. Zwei lassen wir frei. Lassen hier zwei frei, damit wir hier noch was anderes Kleines gleich machen können. Und dann ziehen wir das einmal bis nach hinten. 3, 4, 5, 6, 7 breit. Das gleiche machen wir hier dann auch. Ja. Ziehen das dann auch hier wieder so, ne? 3, 4, 5, 6, 7. Hier hinten dann einmal zuziehen. Hier lassen wir auch wieder zwei frei, also insgesamt dann drei. Den hier nach vorne. Und dann kommen genau hier dann nochmal Essensbuden hin. Also die zwei werden zu Essensständen. Die könnt ihr dann wieder wie hier einmal bauen. Zack. Dann gehen wir noch hin. Nehmen wir unsere rote Glasscheibe und bauen einmal hier entlang die rote Glasscheibe bis nach hier. So, zwei hoch einmal. Zack. Die unten können wir wieder wegbauen. Bis hier so. Und dann sieht das so aus. Das machen wir auch hier. So, können wir einen, zack, so. Können wir den so rumbauen. Und so bauen wir hier in der Ecke einfach so einen hin. Mache ich das hier auch so. Ist besser. Sieht besser aus hier in der Ecke und dann hier den frei. Zack, und dann haben wir da unsere Absperrung. So, und dann gehen wir noch hin. Hier oben, das haben wir auch noch nicht gemacht. Dann haben wir ja einmal hier diese Zweier. Bis zum dritten verlängern wir. Hier bauen wir dann zweimal Glasscheibe hin und oben dann einfach einmal durchziehen. Zack. Bis zur Ecke hier. So, dann nach hinten. Nochmal Ecke, nochmal bis nach hinten, zack. Dann immer hier so quer. Ne? Bauen wir hier in jedem einzelnen Block einmal einen hin. Zack, zack. Hier hinten. So. Das ziehen wir jetzt bis hier. So, dass es dann hier so eine kleine, ne, Rundung ist. Hier bauen wir die Ecke zu. Quatsch. So, so. So, und dann seht ihr ja, sieht das von außen so aus. So sieht eure Ecke dann aus. Zack, zack, ihr seht das mit dem roten und dann haben wir hier auch abgesperrt. Dann würde ich sagen, ihr baut das erstmal, ihr habt wieder genug zu tun. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da werden wir dann die Lichter nochmal ausbauen hier auf den Tribünen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Viel Spaß beim Nachbauen, haut rein und ciao.